Ja, meine Lieben, und damit recht herzlich willkommen zurück hier zum Let's Wimmel von The Portal of Evil. Und ja, das Spiel wird zumindest seit der letzten Folge ein bisschen komisch. Irgendwie werde ich hier gerade zwischen den Welten hin und her geschickt, zwecks unseren zu erledigenden Aufgaben. Das finde ich ein bisschen sehr verwirrend und nimmt irgendwie so ein bisschen gerade den Spielfluss raus. Und ich sehe gerade, hier haben wir auch noch eine unerledigte Aufgabe. Ja, beim Pater, was geht ab? Was haben wir denn hier noch? Einige Teile fehlen. Ja, Statuette passt dazu. Ich weiß es doch auch nicht. Okay. Hier blinkt noch was. Ja, den Brief, den haben wir gesehen. Okay. Aber mehr gibt es doch auch nicht. Okay, also nur noch das Ding da zusammensetzen. Na gut, wir müssen erstmal... Ich wollte gerade sagen, wo ging es denn hier? Ach ja, hier geht es durchs Portal. So, ich habe jetzt einen Besen und eine Kehrschaufel. Ich werde die Kohle benötigen. Ah! Okay. So, kann ich jetzt vielleicht damit hier mal... Wie umständlich ist das bitte? Du hättest... Das Schloss ist alt und verrostet. Das hättest du auch mit der Axt einfach so aufgekriegt. Oh. Dynamit? Falle? Mir gefällt, wie du denkst. Ich glaube, jetzt geht's unserem Monster mal ordentlich an den Kragen. Wir locken das Schwein mit Schwein, finde ich gut. Nun muss ich nur noch die Aufmerksamkeit der Bestie erregen, um sie nach draußen in die Falle zu locken. Jadedrachen. Besen. Weiß es doch nicht. Auge. Statuette. Soll ich hier was sprengen, oder? Was soll ich tun? Vor der Höhle. Hä? Ach so. Alter. Unsere Tante ist sowas von on fire. Errungenschaft freigeschaltet, Upper Hand. Ich musste das Siegel nur aufheben und wurde sofort hierher teleportiert. Das Portal ist nun wahrscheinlich verschlossen. Das will ich hoffen. So, heißt das, wir können es gleich hier einsetzen? Jawohl. Nächste Errungenschaft, First Step. Sehr, sehr gut. Oi. Was ist das denn? Schlüssel. Okay. Schlüssel wofür?
erstmal lesen. Das Siegel der Bestie. Ich muss gestehen, dass ich noch nie solche Angst gehabt habe, wie in dem Moment, als das Monster erneut aus der Höhle herauskam. Es schien, als hätten die Explosionen und der Felsrutsch dem Monster keinen Schaden zugefügt, sondern es lediglich einige Zeit gelähmt. Doch dies reichte mir aus, um das Siegel einzusammeln. Und genau in diesem Moment erlosch das Feuer, das in seinen Venen brannte. Ich weiß nicht, ob die Kreatur am Leben blieb, doch das Wichtigste ist, dass ich nun das Siegel habe. Ohne das Artefakt in seiner Brust wird diese Kreatur wohl kaum gefährlicher als ein gewöhnlicher Bär sein. Mhm. War nicht. So. Ich gehe einfach mal in die Karte und guck, wo wir noch was haben. Arbeitszimmer Bischof? Brauche ich dafür einen Schlüssel? Nö. Hier brauche ich eine Karte. Hilft mir der Schlüssel auch nicht weiter. Okay, gehen wir erstmal wieder zum Portal, wa? Auch einen speziellen Schlüssel. Warst du schon die ganze Zeit da? Habe ich das komplett vergessen, dass das da ist? Okay. Oha. Vielleicht das nächste Portal? Es sieht so aus. Okay. Ah, krieg dich ein. Hallo. Ruhe jetzt. Okay, ich gehe da lieber rein, weil mich diese Blitze nerven. Another portal, another world. Now I seem to be in a real jungle, and I see something resembling a Mayan pyramid in the far distance. It all looks as though I'm in the distant past. Ja. Also ist gerade scheiß Wetter, aber ansonsten ist ganz okay hier. Eine Steinfigur gefunden. Der Baumstumpf ist hohl. Darin könnte etwas versteckt sein. Ich muss ihn aufbrechen. Ja, ich habe auch nichts zum Aufbrechen. Schade. Was ist das? Sieht wie eine Schaufel aus, aber ich komme nicht heran. Womit könnte ich dort herankommen? Besen? Nö. Was haben wir hier? Worin könnte ich Bären einsammeln? In einem Jadedrachen. Nö. Gut. Dann gehen wir mal rüber. Oh. Hallo, Mann im Käfig. Ach, sie hat schon wieder was aufgeschrieben. Habe ich ganz vergessen. Eine neue Welt. Ein neues Portal, eine neue Welt. Ich scheine in einem echten Dschungel gelandet zu sein. In der Ferne kann ich etwas erkennen, das einem Maya-Tempel ähnelt. Sieht alles danach aus, als wäre ich weit zurück in der Vergangenheit gelandet. Sehr kurios. Wie dem auch sei, ich muss nun nach dem nächsten Siegel suchen. Jo, mach mal. So, wer bist du? Greetings, one from the future. Are you following in the footsteps of the other from the future? Yes, I'm following him. And I'm looking for a certain powerful artifact. You talk of the Seal of Time, do you not? If you free me, I will help you. The seal is in a temple not far from here, but its entrance is guarded by a serpent man. He is a watchful guardian, but he can be put to sleep. Here is a recipe for the sleeping potion. Schlaftrank ist irgendwie auch so ein Klassiker, ne? In Wimmelbildspielen. Irgendwie, sobald es irgendwie um Gegner geht, das muss man sagen, sie werden meistens nicht getötet. Also jetzt bis auf das Monster da vorhin. Es wird immer nur betäubt. Und immer mit einem Schlaftrunk. So, wenn ich das Seil jetzt durchschneide, fällt der Käfig in das Loch. Zuerst muss ich darunter etwas ablegen. Okay. Und ein Wimmelbild gleich aufgegangen. Mhm. So, Feder, Machete, Kelch, Pyramide. Feder, Kelch, kein Kelch. Das ist der Kelch. Das ist ein
Eine Trommel oder ein großer Kelch, keine Ahnung. Machete? Streichhölzer Pyramide. Pyramide? Streichhölzer? Du bist keine Flöte? Du bist eine Zigarre? Du bist die Flöte. Dekorierter Schädel? Zigarre. Geldbörse? Ach nee. Geldbörse, Geldbörse, Geld. Das war ein Beutel, keine Geldbörse, du Noob. Kröte? Juwel? So, und jetzt müssen wir irgendwie noch ein paar Dinge machen, ne? Zettel, Apfel, Eichel. Ach, hier leuchtet noch was. Zettel, Apfel, Eichel. Das lief sahnig. So, Machete. Abschneiden können wir noch nicht. Da müssen wir noch was drunter tun. Reicht ein Besen. Kann dieses Objekt hier nicht benutzen. Schöne Schlangengrube. Okay, gucken wir erstmal hier rein. Keiner da, sehr schön. Dieses Rohr lässt sich perfekt als Betäubungspfeil nutzen. Oder als Blasrohr, je nachdem. Jetzt kann ich den Drang vorbereiten, von dem der Priester sprach. Doch dazu benötige ich das genaue Rezept, ja. Körbchen nehmen wir mit. Was ist das? Ach, der Mörser wahrscheinlich. Nehmen das hier her und gut ist. Also wir brauchen so ein Kram und machen daraus den Kram und dann können wir den Kram in den Pfeil tun und den Kram wegschießen. Okay. Also, ach, wir haben wieder zwei Wege. Ich gehe erstmal hier hoch. Oh, du schon wieder. Weiß die ganze Zeit nicht, ob der uns helfen will oder ob der uns immer irgendwo in irgendwelche Fallen locken will. Ich bin mir unsicher. Das ist zu schwer. Ich brauche einen Hebel, um dies zu bewegen. Besen. Das ist ein Hebel. Machete? Auch nicht. Nötig ein Dartpfeil. Okay. Aber wenn sie das sagt. Hier gehört ein speziell geformter Stein hin. Hab ich auch nicht. Speer? Ah, warte mal. Den speziell geformten Stein habe ich. Und es passiert genau nichts. Willst du wissen? Der Bucklige zeigte mir den Weg zu der Höhle. Doch dahin befindet sich kein Siegel. Vielleicht werde ich dort fündig. Reicht der Speer als Hebel? Ja, mit dem Speer geht's natürlich. Schädel 1 von 10? Ernsthaft? Uah. Das wird doch eine ewig lange Suche. Oh. Ein Zaunstück. Natürlich, liegt hier einfach so rum. Ne? Ah, Steinfigur. Hier war offenbar auch so ein Zylinder wie auf der anderen Seite der Treppe installiert. Offensichtlich hat jemand die Öffnung absichtlich mit Lehm zugemauert. Ich muss den Lehm entfernen. Okay, jetzt habe ich zwei Augen. In dieser Hand befand sich etwas. Das siehst du sehr richtig. Das ist die Wache, von der der Priester sprach. Ich muss versuchen, sie zu betäuben. Ja, würde ich ja, aber... So, warte mal, wir können jetzt erstmal hier unseren Bro befreien, ne? So, Zaun ist drüber gelegt. Und Machete angesetzt. So, der Seil ist ganz fest gebunden. Grammatik ist wieder sehr gut. Ich muss es durchschneiden. Ja, immerhin. Errungenschaft freigeschaltet, Escape. Thank you.
I am Tapu, an outlaw priest, one of those who kept time. Some days ago, a strange and evidently alien hunchback carried the seal to the temple. Time can be controlled with the seal. I was the only one who posed the thoughtless use of the seal's power. Others were enthralled by the hunger of the power, and I was condemned to death in this dungeon. But now, we have a chance. Put the Guardian to sleep, and then we'll be able to change the course of events. Be careful. Hab mein Dartpfeil. Jetzt gibt's noch eine kleine Lesestunde. Tepo. Nun kenne ich auch den Namen des Gefangenen, Tepo. Er erzählte mir, dass er früher Tempelpriester war, einer von denen, die Zeit bewachen. Vor einigen Tagen brachte dann ein seltsamer Buckliger ein Siegel herbei, das die Zeit für den Tempel kontrollieren kann. Tepo war der Einzige, der die gedankenlose Nutzung der Kraft des Siegels ablehnte. Aus diesem Grund wurde er zum Tode verdammt. Doch nun gibt es eine Chance, alles in Ordnung zu bringen. Der Bucklige hat die Siegel hergebracht. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Buckligen halten soll. Vielleicht hat er auch damals geholfen, die Siegel mit fortzubringen. Man hat sozusagen dem Verräter geholfen. Aber ist er jetzt nur noch ein Geist? Also wahrscheinlich, vielleicht wurde er hintergangen und versucht es jetzt wieder gut zu machen als Geist, indem er uns hilft. So dass wir die Siegel wiederfinden. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Na gut, wir haben wieder einen Haufen Zeug gefunden, mit dem wir gut weiterarbeiten können. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen, ja, Restsonntag, beziehungsweise ein schönes Restwochenende. Und ja, wir sehen uns dann am nächsten Wochenende wieder zum Let's Mümmel von The Portal of Evil. In diesem Sinne, macht's gut.